Und jetzt zum letzten Abschnitt in diesem Kapitel. Also man könnte natürlich noch vieles, vieles zu diesem Thema sagen und wir werden auf einiges auch noch zurückkommen. Aber jetzt nur noch ein kurzer Blick auf die Liebe der Philosophen zur Geometrie. Es ist tatsächlich so, dass viele Philosophen ein ausgesprochenes Faible für die Geometrie gehabt haben. Das berühmteste Beispiel ist natürlich Platon. Sie wissen, über dem Eingang zu seiner Akademie stand kein der Geometrie Unkundiger möge hier eintreten. Plato war von der Geometrie fasziniert, etwa von der Entdeckung, dass es nur fünf regelmäßige Polyeder gibt. Tetraeder, Hexaeder, also der Würfel, Oktaeder, Dodekaeder und Icosaeder. Ein anderes berühmtes Beispiel ist Blaise Pascal, der als 16-Jähriger einen ganz wunderbaren, zentralen geometrischen Satz entdeckt hat, den ich leider hier nicht zu sprechen kommen kann. Und Baruch de Spinoza, er war zwar kein Geometer, aber er wollte seine Ethik ordine geometrico herleiten, also jeden Satz ganz streng beweisen. Doch der größte Beitrag eines Philosophen zur Geometrie gelang zweifellos dem Franzosen René Descartes. Angeblich lag er im Bett und kogitierte, Sie wissen, das lag in seiner Natur, dass er eine Fliege auf der Zimmerdecke krabbeln sah. Die Position der Fliege konnte er durch zwei Zahlen darstellen. Den Abständen der Fliege von der einen Kante und von der anderen Kante von der Zimmerdecke. Und so wurden angeblich die kartesischen Koordinaten erfunden. Wir verdanken also die analytische Geometrie einer Stubenfliege, wenn die Geschichte wahr ist. Also wie gut, dass Descartes nicht kurzsichtig war. Koordinatensysteme sind uns so vertraut wie das Dezimalsystem. In beiden Fällen vergisst man leicht, wie genial und revolutionär ihre Entdeckung war. Wie konnte es so lange dauern, fragt man sich. Es ist doch so einfach. In der Ebene führt man ein Koordinatensystem ein, das jeden Punkt P der Ebene zwei Zahlen zuordnet. Genauer, man fasst also Paare von reellen Zahlen als Punkte auf. Die Geraden entsprechen dann jenen Paaren, die als Lösungen von linearen Gleichungen auftreten. Und die Lösungen von Gleichungen zweiten Grades entsprechen wunderbarerweise, muss man sagen, genau den Kegelschnitten, also Ellipse, Parabel, Hyperbel, also das, was wir sehen, wenn wir den Lichtkegel einer Taschenlampe zum Boden hinrichten oder zur Zimmerdecke hinauf. Dasselbe funktioniert natürlich auch im Dreidimensionalen und die Koordinatensysteme des Descartes lieferten den Rahmen für die Physik des Newton. Wir können uns heute den Raum kaum mehr anders veranschaulichen als durch Koordinaten bestimmt. Da ist vieles vom Reiz der klassischen Geometrie mit ihren zauberhaft schönen Konstruktionen und Beweisen verloren gegangen. Es musste weichen den manchmal mühsamen, manchmal langweiligen Rechenaufgaben der analytischen Geometrie. Aber wir können uns Wissenschaft ohne Koordinatensysteme eigentlich kaum mehr vorstellen. Funktionsgraphen sind allgegenwärtig. Und sind die kartesischen Koordinaten nicht auch irgendwie das Urbild dessen, was gut 100 Jahre nach ihrer Einführung der große Immanuel Kant als die denknotwendige, die reine, die a priorische Form der Anschauung beschrieben hat?